Himmel über Baden. Informationen und Reportagen aus der evangelischen Kirche. Martin Luther, wie er leibt und liegt. In den historischen Gewändern steckt der Mime Lutz Barth, der für die Badische Landeskirche Sinnreisen in die Vergangenheit konzipiert. 2017 jährt sich die Veröffentlichung der Reformationsthesen Luthers in Wittenberg zum 500. Mal. Und Luther und seine Magd Dorothea haben nicht nur in der Historie allen Grund, verbal kräftig vom Leder zu ziehen. Oh, jetzt hören wir doch auf mit dem Tetzel hier. Der hat alle Arme verführt und das kannst du nicht bringen. Herr, regt euch nicht auf. Das verträgt euer krankes Herz nicht gut. Das Reformationsjahr fest im Blick gab die evangelische Landeskirche an Baden-Württembergs Reformationsort Bretten jetzt den Auftakt der Festlichkeiten. Die Erfahrung, nicht was wir tun, ist entscheidend für unser Leben, sondern was Gott für uns tut. Das haben die Reformatoren den Menschen eingeprägt. Diese existenzielle Bedeutung, diese Erkenntnis, nicht was ich tue, sondern was Gott für mich tut, das ist entscheidend. Das ermutigt mich, das stärkt mich, das setzt uns frei. Luther aktuell interpretiert, nicht in der Geschichte stecken bleiben, sondern auch heute den Blick nach vorn richten. Das ist Ziel zumindest der badischen Protestanten. Und dafür hat man sich in Berlin ein prominentes Grußwort geholt. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass der Glaube einem befreit zu Entscheidungen. Das Wissen darum, dass man letzten Endes nur, nicht letztendlich, sondern nur vorläufig Verantwortung trägt. Die evangelische Kirche in Deutschland wünscht sich ein globales Fest zum Reformationsjubiläum, beispielsweise in der europäischen Reformationsstadt Bretten. Das dortige Melanchthonhaus wird Standort für viele Veranstaltungen im kommenden Jahr, bei denen der Wegbegleiter Luthers Melanchthon sozusagen Hand in Hand stellvertretend an die theologisch-revolutionären Ideen der Reformation anno 1517 anknüpft. Mutig, fromm und frei ließ man es sich daher in der evangelischen Kirche auch nicht nehmen, eine Überarbeitung der Lutherbibel in Angriff zu nehmen. Es waren rund 70 Bibelwissenschaftler, Sprachwissenschaftler, die sich Vers für Vers angeschaut haben und ungefähr 50% der Verse dann auch verändert haben. In der ganzen Spannbreite, manchmal geht es nur um ein Komma, eine Kommasetzung, und manchmal ist es wirklich auch die Neuübersetzung oder ein neuer Begriff, der dann hineingenommen wurde. Die Sprachgewalt Martin Luthers, die wunderbare Poesie, das wieder so auch in den Blick zu rücken, dass es auch Menschen heute anspricht, verständlich anspricht, aber auch berührt und dass sie es mittragen können, weil die Poesie hilft ja auch, das Ganze auch im Herzen und im Kopf und im Auswendiglernen das dabei haben zu können. Er soll den Leuten aufs Maul geschaut haben, der historische Luther. Und es ging ihm dabei um Großes, das es heute fortzuführen gilt. Zum Beispiel ein weiteres Zusammenwachsen der konfessionellen Christen, auch Ökumene genannt. Vieles davon hat Platz in der evangelischen Luther-Kampagne zum Reformationsjahr in Baden. Ich bin so frei, die mit Gästen in Bretten gestartet wurde. Luther und Melanchthon, die stehen für mich für zwei Menschen, die entdeckt haben, dass der Glaube sie ganz tief berührt. Zunächst mal war es uns wichtig zu sagen, Reformation ist nicht vor 500 Jahren nur passiert. Reformation ist ein Impuls, der bis heute weiterwirkt und der auch in die Zukunft weiterwirken wird. Und einer dieser Impulse ist, wir sind in Gott getragen, wir sind von Gott gehalten und deswegen müssen wir uns nicht Sorgen machen um uns selbst. Wir müssen uns nicht Sorgen machen, dass wir zu kurz kommen, dass wir zu wenig abkriegen, dass unser Leben sinnlos ist, sondern unser Leben ist getragen von Gott und deswegen sind wir frei. Ich will mich frei von vielen gesellschaftlichen Zwängen, die wir heute zum Glück nicht mehr unbedingt bedienen müssen. Ich bin als Frau frei, so zu leben, mich so zu kleiden und so aufzutreten, wie ich es möchte und richtig finde und muss niemandem darüber Rechenschaft ablegen. So kann Reformation heute verstanden werden. Passt zum Festkonzept vom Reformationsort Heidelberg. Hier feiert eine ganze Stadt. Auch sie mit der Gewissheit, dass die Freiheit eines Christenmenschen ihren Ursprung in der Geschichte und ihre Sinnhaftigkeit in der Zukunft hat.
Ich glaube schon, dass wir als Christen Mut haben müssen, uns auch in politische Fragen einzumischen. Nicht in parteipolitische, das möchte ich nicht unbedingt, aber in politische. Ich glaube, diese ganze Debatte der Fremdenfeindlichkeit, da müssen wir etwas sagen. Und wir müssen einfach auch sagen, dass Menschen als Menschen und als Geschöpfe Gottes gesehen werden und von daher auch ein Recht haben, mit Würde behandelt zu werden. 2017 wird also nicht nur Luther den Reformationsschal um die Schultern tragen, sondern, das ist das Ziel der badischen Kampagne Ich bin so frei, möglichst viele der Protestanten von Mannheim bis zum Bodensee. Auf die Gretchenfrage, wie hältst du es mit der Religion, zu antworten, fällt vielen Menschen schwerer, als über Kontostand und Liebesleben Auskunft zu geben. Die Website glauben2017.de möchte hier Abhilfe schaffen. Jetzt im neuen Design präsentiert die Plattform spannende Diskussionen über Glaubensfragen, online geführt von kirchlich Nahestehenden und Distanzierten. Angeregt durch das Reformationsjubiläum 2017 und die Erinnerung daran, dass die Reformatoren damals genau wussten, was die Menschen ihrer Zeit in Sachen Glauben bewegt hat und dass sie sprachlich auf der Höhe ihrer Zeit waren, möchte das Projekt den Glauben neu zur Sprache bringen. Die Badische Landeskirche rückt die Behindertenrechtskonvention der UN auf ihrer diesjährigen Herbsttagung der Synode in den Mittelpunkt ihrer Beratungen. Berufene und gewählte Mitglieder des Kirchenparlaments waren sich einig, für eine inklusive Kirche zu stimmen. Die Beschäftigung beispielsweise mit dem inklusiven Lernen ist in der evangelischen Kirche nicht neu. An der evangelischen Schule in Karlsruhe hat der Satz „Jeder ist anders“ mittlerweile Normalität gewonnen. Der Synodalpräsident der aktuellen sechsjährigen Amtsperiode des Badischen Kirchenparlamentes leitet hier nicht nur die Beratungen, sondern schöpft seine Erfahrung aus seiner ehemaligen Tätigkeit als Lehrer. Inklusion in jeder Hinsicht, sowohl Inklusion von Menschen, die in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung haben, als auch Inklusion von Menschen, die von außerhalb zu uns gekommen sind, also Flüchtlingen. Zunächst einmal haben wir einen Bildungsplan, den es ja schon gibt, seit langer Zeit, in einer gewissen Überarbeitung. Der neu verabschiedete Gesamtplan für die Bildung beinhaltet für die badischen Protestanten neben dem Thema Inklusion die weitere Verankerung der evangelischen Schulen sowie die Förderung des Nachwuchses in der Kirche. Die Landessynode bewilligte zum Abschluss ihrer Tagung außerdem rund 4 Millionen Euro für eine Vielzahl landeskirchlicher Projekte mit einem Fokus auf der Stärkung der Jugend- und Konfirmandenarbeit. Weitere News aus der Badischen Landeskirche sehen Sie jetzt. Kleine Kirche, großer Klang. Im Rahmen der Renovierung der kleinen Kirche in der Karlsruher Innenstadt hat das Spendenprojekt für die neue Orgel im ersten Jahr rund 100.000 Euro eingebracht. Neben der finanziellen Unterstützung von Land und Kirche muss die Karlsruher Alt- und Mittelstadtgemeinde insgesamt einen Betrag von 400.000 Euro aufbringen. 100.000 haben wir nach einem Jahr jetzt schon geschafft. Es funktioniert ganz gut über Orgelpfeifenpatenschaften. Jede Pfeife braucht einen Paten. Wir verkaufen Orgel, Wein, unterschiedliche Produkte und natürlich Spenden und Kollekten, die in Gottesdiensten zusammenkommen. Das ist natürlich, also wir sind da ganz stark auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Das baufällige und aufgrund von Brandschutzbestimmungen nicht mehr restaurierbare alte Instrument ist mittlerweile abgebaut und soll durch die neue Orgel ersetzt werden. Mit einer technisch und klanglich am Klassizismus angelehnten Ausrichtung orientiert man sich dabei wieder am eigentlichen Baustil des Innenraums und will so das Gesamtprojekt Erneuerung der kleinen Kirche auch klanglich vollenden. Der demografische Wandel hat auch Einfluss auf die Kirchen. Bis 2040 wird die Gesamtbevölkerung aufgrund der demografischen Entwicklung um 10% schrumpfen. Die evangelische Bevölkerung hingegen aus den gleichen Gründen um 17%. Die Konzeption Leben in Fülle und Würde arbeitet Grundlagen des demografischen und sozialen Wandels auf, reflektiert Altersbilder sowie das Thema Alter in der Bibel, setzt sich mit der Thematik Spiritualität im Alter auseinander und formuliert einen theologischen Auftrag. Mehr Infos dazu zur Konzeption unter www.ekiba.de. Thank you.
Tatort Erlöserkirche Mannheim-Seckenheim. Hier im Kirchengebäude der ansässigen evangelischen Erlösergemeinde kam es vor einigen Jahren zu mysteriösen Vorfällen ausschweifenden Energieverbrauchs. Im Zentrum der Geschehnisse die vor Ort installierte Heizungsanlage. Als ich vor 5 Jahren gekommen bin, es war noch Sommer, da war alles gut, aber als die Heizperiode anfing, dann war es einfach mysteriös. Die Heizung ist ausgefallen, es war einmal sehr warm, es war zur Unzeit warm, manchmal war es auch zur Zeit warm. Aber warum es wann warm oder kalt war, das war mit der Aura des Geheimnisvollen umhüllt. Die Angelegenheit entwickelte sich zu einem regelrechten Kriminalstück. Jahrelange Fehlersuche durch Hausmeister, Heizungsmonteure, Heizkesselhersteller und den Pfarrer selbst blieben erfolglos. Bis eines Tages. Es war Zufall, ich hatte im Pfarrhaus eine Heizungsstörung, einen anderen Heizungsinstallateur da und habe dem gesagt, könnten Sie nicht mal in die Kirche, ich habe den Eindruck, Sie verstehen was richtig davon. Und er kam, sah und siegte. Es war dann noch nicht beseitigt, aber die Spur war gelegt und dann konnte man daran weiterarbeiten. Was vorher keiner entdeckt hatte, der Heizungsfühler für das Kirchenschiff befand sich unsinnigerweise im nebenan gelegenen Konfirmandensaal. Neu platziert wurde es während der Gottesdienste nun wieder warm. Der Haken, auch wenn man es nicht wollte, sprang die Kirchenheizung immer wieder an. Ein Fall für Professor Dr. Wolfgang Schubert. In detektivischer Kleinarbeit machte sich der damals frisch ins Amt berufene neue Umweltbeauftragte der Gemeinde ans Sammeln unwiderlegbarer Fakten. Der allererste Schritt war, Klimalogger aufzuhängen in allen Gebäuden und alle 10 Minuten aufzuzeichnen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um zu gucken, was macht die Kirche tatsächlich, was macht der Gemeindesaal, wer heizt da? Geht die Heizung abends wirklich aus? Ist die eingestellte Temperatur in Ordnung oder wird hier viel zu viel geheizt? Mühsame Spurensuche, die sich am Ende auszahlt. So stellte sich heraus. Zum Beispiel, dass die Kirche eine Einfamilienhaussteuerung hatte, die in keiner Weise geeignet ist, ein Kirchenschiff zu heizen, die zum Beispiel jeden Morgen um 6 die Heizung eingeschaltet hat. Ließ sich nicht abstellen. Und dann ist jeden Morgen um 6 die Kirche um 2 Grad in der Temperatur hochgegangen. Es waren nur 2 Grad, aber ein paar tausend Kubikmeter Luft, ein paar Tonnen Stein. Und Heizungsanlage hochzuheizen ist halt relativ teuer, wenn das jeden Tag passiert. Rund 50% Energiekostenersparnis. So das Ergebnis nach Einbau einer geeigneten Heizungssteuerung. Der Fall Erlöserkirche gelöst und zu den Akten? Nicht ganz. Das Thema Umwelt und Energie bleibt auch weiterhin ein wichtiges Thema für die Gemeinde. So wurden bis heute nicht nur die denkmalgeschützten Bleiglasscheiben des Konfirmandensaals mit isolierenden Vorfenstern versehen, auch die alten Glühbirnen wurden durch moderne LED-Beleuchtung ersetzt. Der Energieverschwendung wurde sozusagen dauerhaft der Kampf angesagt. Das ist vor allen Dingen eine globale Sichtweise. CO2-Einsparung heißt Klima wandeln, verhindern, vermindern und natürlich auch eine lokale Sichtweise für die Kirchengemeinde. Es spart Euros und zwar Tausende. Schöpfung bewahren und dabei der Gemeinde Geld einsparen. Verbrechensbekämpfung ganz im Sinne des grünen Gockels.